1. Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Ja, ich habe in der Zwischenzeit das E-Stock, was ich mir im letzten Part für euch gekauft habe, einfach mal auf plus 10 aufgewertet und auf Gift Infused. Wieso, weshalb, warum? Wir haben im Moment noch nicht Ricards Degen. Ich hätte ganz gerne eine Giftwaffe, womit ich einfach mal ein bisschen pieksen und Mopeds vielleicht vergiften kann. Das E-Stock meiner Meinung nach eignet sich da nicht so ganz gut für, aber es ist auch nicht ganz scheiße, weil es relativ schnelle Angriffe hat und man tatsächlich mit 3-4 Pokes, 1, 2, 3, 4, 5 Pokes das Gift draufkriegen sollte, um die Gegner zu vergiften. Also wie gesagt, das E-Stock habe ich dementsprechend jetzt mal infused. Sieht dann dementsprechend so aus. Macht 140 plus 64 Giftschaden, 147 plus 35 physischen Schaden, neben unserem Standard Dida Degen. Den Langbogen auf 3 hatten wir. Dann habe ich mir bei MacDuff noch das Königsdrachenschild geholt, was 12 Stärke braucht. Das heißt, ich habe auch 2 Punkte in Stärke investiert, was jetzt demnach so aussieht. Das heißt, wir sind Stufe 92. An Witcon, die Belastung, hat sich alles nichts geändert. Geschick auch nicht, Anpassung. Wie gesagt, ich habe nur 2 Punkte in Stärke gepackt, einfach mit den Seelen, die ich mal geplöppt habe. Yassi wird sich freuen, dass ich die endlich mal benutzt habe. Dann habe ich die nämlich jetzt auch quasi weg und wir liegen bei 69,9 Belastung und haben jetzt dementsprechend auch ein Schild, was mal 100% physischen Schaden blockt hier mit dem Moped und ich drücke immer die falschen Tasten. Ja, schöne Sache. Schöne Sache. Wo ist denn hier das Schild? Alter, ich komme mit diesem Menü nicht mehr klar. Das ist voll schlimm. Da, 100% physischer Schaden, wie rechts zu erkennen. Genau, wir haben 7 Estus-Flakons, 299 normale Pfeile, 25 Stärkepfeile oder stärkere Pfeile, 85 Lebenspöpelchen. Das sollte reichen. Flammenwaffe, weil wir die Sünderin im NG Plus gekillt haben. Läuft. Lumeier, Lagom, Wiesner, seid gegrüßt. So. Ja, Slash hat Seelen benutzt. So sieht's aus, Cedric. So sieht's mal aus. Und heute, als erstes, wollte ich mal in Heidis Powerleuchtfeuer vorbeischauen. Denn da ist noch ein Drache am Start. Jetzt, wo wir eine Giftwaffe haben. Eventuell können wir den vergiften. Wir gucken mal. Denn der nächste Gedanke ist, wir drücken die falsche Taste. Nein, der nächste Gedanke ist, wir konnten nämlich nochmal den Ring von dem lustigen Drachenmoped mal mitnehmen. Denn wir haben ja im Moment nur den Steinring, alternativ den festigenden Knöchelring drin. Und den Ring, den der lustige Drachenheini droppt, wird sich für unser Bild ja anbieten. Wir haben Stoßwaffen. Von daher werden die Stoßangriffe bei Gegenangriffen gestärkt. Das ist natürlich eine gute Sache, wie wir unseren Schaden halt pushen können. Deswegen würde ich einfach sagen, zu Beginn, auch wenn wir das letzte Mal hier, wo waren wir denn das letzte Mal? Hier waren wir das letzte Mal. Wie heißt denn das Gebiet? Ich habe den Namen vergessen. Überschattete Ruinen. Machen wir nachher weiter. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz in Heidis Powerleuchtfeuer, ob wir da diesen Drachen wegwubbeln können, ob der für Spielerstufe 500 gedacht ist. Wir finden es jetzt heraus. So. Rammstein-Dämon, sei gegrüßt und schön, dass du wieder da bist. Bis jetzt ziemlich, ziemlich geil. Also wie gesagt, mir macht Spaß, sonst würde ich es halt nicht so feiern. Wie gesagt, die Änderungen sind zum Teil halt richtig schön durchdacht. Und, achso. Ja, ihr seht's, die Änderungen sind durchdacht, denn jetzt kommen einfach mal die lustigen Heidis. Die Heidi-Männer. Ja, warum auch nicht? Achso. Die machen ja doch ganz gut Schaden. Und ich kann sie nicht staggern. Ja. Ah! Wo kommst du denn her? Es fängt ja schon wieder gut an. Es fängt ja schon wieder gut an hier im Stream. Arsch! Wo kommst du her? Und warum? Ja, geh weiter rückwärts. Geh weiter rückwärts. Geh weiter. Penner! Wo kommst du her? Ja. So ein Penner! Alter, die machen doch ganz gut Schaden. Oh, okay, ist da wieder mehr. Ui, das war knapp. Ich habe den Tod schon auf mich zufliegen sehen. Alter Schwede. Wo kam der denn her? Ich habe nicht die leiseste, blasseste Ahnung, wo dieser Arsch herkam. Aber wir haben jetzt hier wahrscheinlich viele dieser Heidis. Ist ja niedlich. Wie?
Wär's mal, wenn du vielleicht auf diesen dicken Mopsmann einpiekst und nicht daneben piekst? Könnte helfen. Der ist riesig, er ist gigantisch. Warum triffst du nicht? Was ist da los? Kein Zielwasser getrunken hier, dieser komische Schar. Ist ja furchtbar. Aber die gute Nachricht ist, Freunde, wir müssen nicht Auto-Jetski fahren, habe ich ja schon gesagt. Da bin ich positiver Dinge. Ja, der steht hier einfach so dumm rum. Kann ich den vergiften? Testen wir einfach mal, ob man die vergiften kann. Ich glaube nicht, oder? Alter, dieser Backschaden. Ja, ist cool. Lass mich doch mal hinter dich. Ich glaube, die kann man nicht vergiften. Oder? Giftigt nicht. Giftigt nicht. Wie viel jetzt brauche ich denn da so? Na, irgendwie nicht. Die können nicht vergiftet werden anscheinend. Geborstener blauer Augapfel. Na, hurra. Radek, was habe ich down? Ich habe die Sünderin down. Zweimal normal NG+, also Asketenleuchtfeuermodus, wenn du so willst. Und den Eisenfeuerfürsten Mobsmann. Den habe ich auch kaputt gemacht. Mehr noch nicht. Jetzt würde ich mal bitte erstmal hier den Heidi-Mann pullen wollen. Dankeschön für Heidi-Mann. Heidi, 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 ho. Oh Gott, ey. Wobei, tatsächlich sollte man vielleicht das Gebiet dann erst spielen, bevor man hier diesen lustigen anderen Rittermann da macht. Kann ich dich eigentlich backstabben? Ja, kann ich. Wunderbar. Hurra für backstabben! Alter, ich hab so viel Leben! Was ist mit denen falsch? Heidi, 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 oh! Heidi Ritter, macht uns hoch! Kommt wieder Captain Coil und Klaus. Captain Coil Klaus ist in sein Haus. Komm, wir machen hier mal Captain Coil Klaus. Oh, schieß daneben. Kopfschuss. Bumm. Komm mal bitte mit, ey. Jetzt müssen wir die natürlich irgendwie separieren, weil ich glaube, die drei Moped-Männer kommen alle wieder zusammen. Oder? Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, ja, da oben ist halt noch der Drache und ich wollte den Drachen schon irgendwie alleine bekämpfen, weil ich glaube, dass der auch nicht so leicht sein wird. Captain Schwertschwinger ist in sein Haus. Ich fahre hier gleich runter. Ich falle hier gleich runter! Ich falle hier gleich runter! Ich falle hier gleich runter! Ach, das ist doch hier alles so eng. Und eng ist nicht immer gut. Komm doch mal mit. Kommst du? Komm! Do it! Okay. So viel Aufwand für nix. Also die sind deutlich leichter als die... jetzt kommen die beiden. Jetzt kommen die beiden vom Gurkentreff. Die zwei vom Gurkentreff. Alter, ich hasse diese Mopeds, ey. Kommt er jetzt hier runter? Vielleicht? Ja? Nein? Kreuze bitte an. Ja, nein, vielleicht. Ah, der eine kommt. Naja, immerhin. Eins, zwei, drei, one, two, three. Droppt nix. Na, okay. Perfekt. Jetzt, solange man Platz halt hat, um die auszuweichen, oder besser gesagt, um denen auszuweichen, wäre, glaube ich, der korrektere deutschere Satz, wenn ich denn mal korrektere deutsche Sätze bilden wollen würde. Aber... Oh, der Schild da hinten, aber ich glaube, ich würde den doch ganz gerne machen, oder? Weil, wegen die Rückzugsmöglichkeit... Ja, komm du mal her, Mopedmann. Komm mal her, komm mal lecker bei mich ran. One, two... 3, 1, 2, 3. Mein 1, 2, 3 ist irgendwie effektiver. Alter Ritter Gamaschmoppedhelm. Ah. Wo gibt's den Eid, Kaiserreich? Ja, das ist der mobsmäßigste Praise the Sun Eid. Den gibt's da bei der Mühle. Vor der Mühle quasi links abbiegen. Und da hast du dann ganz viel Spaß mit dummen Flammenwerfer-Mobs. Und dann kommen zwei Mobs. Naja, warum auch nicht? Ach, dass sie alle kommen. Diese Aggro-Range. Ja, habe ich tatsächlich unter den YouTube-Kommentaren gelesen, dass einige schon meinten, hast du den Aggro-Mod an? Natürlich habe ich keinen Aggro-Mod an. Aber die sind tatsächlich an sich hier doch Aggro. Aber müssen wir mal mit Stößchen arbeiten. Alles wird besser mit Stößchen. Ja, Captain, lustiger Mann, alles lustig. Wobei, wer immer das auch tut, überleg doch mal, wie man dieses Wort schreibt. Wichser schreibt man anders. Guck doch mal in Duden, Mann. Das tut dir in den Augen weh, wenn du das auch noch falsch schreibst. Armer Mann, ey.
spendiert den armen Menschen ein Duden, dass er vielleicht ein Wort auch mal gescheit schreiben kann. In wohlgeformten deutschen Sätzen und Wörtern. Könnte helfen. Könnte helfen. So, komm mal her, du Heidi Moped-Mann. Ah, ja, ja, die Reichweite. Die Reichweite, da ist ja immer was. Ah, der Schaden. Warum kommt der denn immer einzeln? Nicht einzeln. Ah, jetzt Schilder. Jetzt ist er tot. Perfekt. So, dann können wir dich hier mal machen. One, two, three. One, two, three. Oh. Kein Counter-Hit gekriegt. Hurra. Geborstener Blauaugapfel. Nehmen wir mit. Und gucken uns dann mal hier oben. Oh Gott, dieser lustige Drache wird mich so wegbumsen. Der wird mich einfach wegbumsen. Ja, genau, Tanja. Gib dich nicht auf. Lern lesen und schreiben. Das ist wohl schon wahr. Das ist wohl wahr. Wer ist er denn? Captain Lanzenmann. Oder habe ich Angst? Captain Lanzenmann, ich habe Angst. Lass uns hier unten kämpfen. Captain Lanzenmann. Lass mich an deine Lanze ran. Ah, Captain Spiduin. Ja, verstehe ich schon. Alter! Ey, was geht mit dir? Chill. Sterbe gleich noch. Hurra. Hurra für Stößchen. Hansbänger. Alter Schwede, Sekunde, Hansbänger. Muss mal eben noch ein Stößchen machen. Du Verrückter, du hast ja gestern schon so häufig gespendet. Ich danke dir, mein Lieber. Oh mein Gott. So, die Spannung steigt. Weil ich habe so ein bisschen Angst vor der feurigen Brise. Und das ist da auch noch so super eng, ey. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ja, natürlich. Natürlich. Feuer, das durch Wände geht, du da, Feuer, das durch Wände geht, du da, ey. Die gute Nachricht ist... Die Scheißnachricht ist, er kommt! Natürlich! Warum auch nicht? Und jetzt habe ich hier einen Invade von Captain Knattermopsmann. Captain Knattermopsmann. Wer ist denn? Wo ist denn? Die Frage, die ich mir jetzt rhetorischer Natur stelle, ist, ob hier Captain Drachenmoped Knattergurke wiederkommt oder ob der nicht wiederkommt, wenn ich denn ihn einmal besiegt hätte, täte. Wie hat die Frage, müsst ihr, ach so, du bist Captain Knattermoped, Mann. Ja, hallöchen. Ja dann, Captain Lucky Strike. Aua. Boah, du leckst aber ganz schön, mein Guter. Hast ein ganz schönes Delay. Captain Lucky Strike. Ja, natürlich! Diese Phantom-Range. Captain Lucky Strike. Ja, rauf dir eine Lucky Strike und wir sagen Praise the Sun. Für Captain Lucky Strike. Einmal auf den guten Phantom-Invadeur der Herzen. Hurra. So, Captain Gurkendrache. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten eigentlich ein gutes Gespräch führen. Resetten deine HP. Jetzt treffe ich nicht, also ich muss... Doch, ich treffe. Aber du knatterst hierhin bestimmt, ne? Weil, wegen, du bist so ein knatter Arsch. Okay, das ist also auch noch Tracking. Also, er trackt quasi. Hat GPS-Feuer. Die Frage ist jetzt, wenn man ihn ganz lame spielen will, ich weiß nicht, ob das geht. Wie viele Pfeile kriege ich hier raus? Ich versuche mal zwei, drei Mal hintereinander zu schießen. One, two... 3.
Ich behaupte, man kann ihn so machen. Jetzt einfach Beine in die Hand nehmen. Und rennen, rennen. Das ist da, wo man die Beine schneller bewegt. Dankeschön. Alter Schwede. Ja, wenn man spätestens jetzt auch noch Giftpfeile hätte, könnte man den Mopedmann natürlich auch noch vergiften. One. Ein bisschen höher ziehen, falls er hochfliegt. Zum Move. Three. Ja, 4 Pfeile kriegen wir raus. Läuft. Und Beine in die Hand nehmen. Rennen, rennen. Ja, die Tätigkeit diese. Genau. Dankeschön. Alter Schwede, ey. Irgendwas ist ja immer mit diesen Mopeds. Das sind ganz normale Bums-Billig-Pfeile. Und ein Bogen auf plus 3. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich vielleicht mehr Schaden mache als sie. Ist jetzt hier nichts Besonderes, was ich gerade habe und benutze. Wie gesagt, den Schaden kann man natürlich an gewissen Stellen dann noch optimieren. Den Todseinschaden vielleicht auch. Lauf doch mal, Mann. Ne, ich habe noch keine Giftpfeile. Die habe ich mir bei Gavlan Wheel, Gavlan Deal, noch nicht gekauft. Wie gesagt, sobald wir den halt freigeschaltet haben im Pharosland, da ist dann mein Giftlieferant. Was sich reimt, ist gut. Und deswegen rennen wir jetzt nochmal. Ich kann nämlich erst rennen, wenn meine Stamina wieder da ist, sehe ich gerade. Oh, geh weg. Hurra. Hurra für Lamer-Taktiken. Easy. Wie immer die cheesy Taktiken bei Slash Zockt. Plan A. Ohne Gift. Plan B mit Gift kommt später. So, hurra. Jetzt hoffe ich, falle ich hier nicht runter. Dann haben wir hier schon mal einen lustigen Drachen erlegt. Der, was droppt er? Fossiler Drachenknochen, Wächterdrachen, Parma. Na super. Markus, ich bin weg. Interessant, ich habe aber noch nicht mal einen Frame Drop. Ich habe keine Ahnung, was das war, Freunde. Ich habe noch nicht mal einen Frame Drop. Also, ich habe es ja auch bei mir gesehen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das war, Freunde. Do not know. Also, kein einziger Frame Drop. Ich habe durchgestreamt. Der Drache war es, der hat sich hier gerettet. Gerettet. Gerecht, Mann. Das wollte ich sagen. Der Drache hat sich gerecht. Er war wahrscheinlich zu lame, die Taktik. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange war ich denn weg? Ich hoffe jetzt nicht so lange. Ihr habt den Drachen sterben sehen, oder? Weil sonst ist ja nicht viel passiert. Keine Ahnung, was da los war. Keine Ahnung. Lach nicht an mir. So. Was haben wir denn hier oben? Nee, haben wir nicht. Okay. Also, um euch das nochmal aus Radiomoderator-Sicht zu erzählen. Pass auf. Wir machen jetzt kurz mal Slash der Radiomoderator. Also, was passiert ist? Was bisher geschah? Der mutige Krieger Sless rüstete seinen Bogen aus, begab sich zu dieser Position hin und schoss von hier auf den Drachen. Der letzte Schuss traf den Drachen am Kopf und er war tot. Sless packte den Bogen weg, sprintete anschließend den Weg hier hoch. Der Drache hat natürlich ein paar Seelen gegeben, frag mich jetzt nicht wie viele, das ist für die Story nicht so ganz wichtig. Wir sind hier rüber gerannt. Sless fürchtete, über diesen engen Gang runterzufallen, tat es aber nicht. Kam lebend auf dieser Seite an, lootete hier den Drachenloot, der aus einem versteinerten Drachenknochen bestand und einem Wächterdrachenparmer. Beides stufte Sless als nicht die beste Beute der Welt ein, zog anschließend, genau wie dieser Schatten hier, diesen Hebel, woraufhin diese Brücke herunterkam. Dann merkte Sless, dass er nicht mehr auf Sendung war, runzelte die Stirn und fragte sich, da fuck. Dann war das Bild wieder da. Und jetzt geht's weiter. Und wir sind angekommen in der blauen Kathedrale. Wir können den Loot hier looten. Alter, schimmernder Lebensstein.
Und hier war der Ring drin, der eigentlich dieses Leben-Dingsbums halbiert. Menschenbild, ja super. Also auch nichts mehr Schönes. Und wen haben wir hier? Recursive. Natürlich. Recursive. Der Parma ist nicht schlecht, haben die den geändert? Also ich fand diesen Wächterdrachen Parma ehrlich gesagt ziemlich Käsekuchen, wenn ich ehrlich bin. Ich guck mir den jetzt nochmal an. Das Wächterdrachen Parma. 90 Absorb, 75 Magie, naja, gut, wenn man nichts Besseres hat, klar, ist es schon ein gutes 90% Schild, aber wenn ich schon mal blocke, bevorzuge ich tatsächlich 100% Schilder, also tatsächlich entweder das Dranglake Schild, wenn man auf Stärke geht, 16 Stärke, klar, ist eine Nummer, oder von Macduff das Königssachen Schild mit 12 Stärke, wie gesagt, das würde ich halt empfehlen, weil 12 Stärke, das sind 2 Punkte, die man mal investieren muss, das geht schon. Geht jetzt schon. So, ich hoffe, dass sie jetzt den Boss aufgrund dessen nicht schwerer gemacht haben. Sonst drehe ich gleich am Rad. So, ich möchte mal bitte diese Waffe haben. Ich möchte diese Waffe haben. Ich sage wie immer, ich habe den schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe Angst. Boss Time in Dark Souls. Liebe Freunde, wir ziehen gegen vielleicht einen Boss in die Schlacht. Schauen wir mal. Okay, Reaktionstod am heutigen Tag. Weil, warum auch nicht? Ach, der Schaden ist ja doch ganz ordentlich. Der Schaden ist ja doch ganz ordentlich, muss ich ja sagen. Also meiner. Alter Schwede, ich mach's, glaube ich, komplizierter als es ist, ey. Ich sollte einfach draufhauen, dann ist er tot. Der Captain Knatter, der Ohrenschleinmann. Würde ich behaupten, dass das so wäre. Ja, okay. Hey! Hurra für Ring des alten Löwen. Was der eigentliche Grund war, warum wir hier hingegangen sind, denn wir wollten den alten Löwenring. Und wer nicht weiß, warum und wieso, weshalb, schauen wir uns den Ring tatsächlich auch einmal jetzt an. Tun wir an der Stelle, wir packen den Stone Ring weg. Wir nehmen den alten Löwenring. Stärkt, der ist immer noch falsch übersetzt. Alter Schwede, From Software. Hallo, das ist hier die GOTY Edition. Da kann man doch wenigstens mal bitte hier die Tooltips erneuern. Ach, ey, schlimm. Und danke für die GGs. Ja, Degen 10 mit Feuerwaffe, Rex Ornstein. So, Ring des alten Löwen. Dies ist der geliebte Ring eines Drachentöters. Er stärkt Stoßwaffen, Konterangriffe. Also Stoßwaffen ist der Degen zum Beispiel, ne? Diese Pieksangriffe. Konterangriffe sind, wenn der Gegner gerade haut in dem Moment und du draufhaust, machst du mehr Schaden und das stärkt dieser Ring nochmals. Deswegen ist der Ring halt für Dex-Spieler, die mit Stoßwaffen wie Degen, E-Stock, Espada, Ropera oder Co. spielen, extrem gut. Und der Tooltip da unten stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe, ist halt für den Arsch. Und den haben sie immer noch nicht repariert. Dummes From-Software ist dummes From-Software. So, Stats wurden gefragt. Mache ich an, dann schaue ich nämlich in den Chat. Wie viel Schaden du machst? Ja, ist halt Degen plus 10, Dex geskillt. Und Flammenwaffe. Wie gesagt, deswegen hatten wir die Sünderin im NG-Plus-Modus, also mit Asketenleuchtfeuer gemacht, dass ich die Flammenwaffe bekomme, weil das halt auch nochmal ein ordentlicher Damage-Boost early on ist. Und die Sünderin ist halt ein Boss, den kann man halt hochasketen. Kommt relativ easy hin, wobei es jetzt tatsächlich schwerer war als in der ersten Dark Souls 2-Fassung, weil die Mobs andere sind. Und die Sünderin dann umzuhauen, jetzt wo gerade die zwei Phantome ins Scholar da sind, ist es richtig easy. Ansonsten beschwört euch irgendwie Hilfe. Aber die Sünderin kann man auch im Asketenleuchtfeuer-Modus, also im NG-Plus-Modus, ganz gut dann umhauen für die Seele, womit man dann die Flammenwaffe bekommt. Also, wie gesagt, das geht schon, das geht schon. So, da gucken wir gleich hin. Quatschen wir erstmal, ne, wir rauben den erstmal aus.
passender blauer Augapfel. Klerikerparma und Turmschild. Ja, der Turmschild wäre natürlich für alle die, die jetzt einen Stärkeschar spielen, so das erste what the fuck geile Item. Das ist nämlich ein Monster-Moped-Schild, was ich natürlich jetzt nicht benutzen kann. 30 Stärke brauchtet. Wie gesagt, wäre ich stärker geskillt, hätte ich jetzt 30 Stärke, weil ich jetzt auch 30 Decks habe. Und damit habt ihr natürlich das erste richtige geile Schild. Twister, danke für deinen Follow, mein Lieber. Ja, und wie gesagt, das ist halt das erste gute Großschild, was man halt hier findet. Das haben sie auch nicht umgesetzt. Und damit kann man dann halt schon ganz gut viel blocken. Globox, auch dir, mein Lieber. Danke fürs Einschalten und fürs Follow. So, weg damit, weil viel zu schwer. Der Verfolger verfolgt. Was? Der Verfolger. Ach so, ja. Deswegen auch der Streamtitel, der mit dem Verfolger tanzt. Das ist ja unglaublich. Dankeschön. Deine Guides haben mich durch Dark Souls gebracht. Ursus Minor. You are not needed. Dankeschön. Freut mich, wenn ich da helfen konnte und du vielleicht auch Bock oder mehr Bock auf das Spiel gekriegt hast, den zweiten Teil dann auch gespielt hast. Ziemlich geil. Danke für deine übertriebenen 5 Euro, mein Lieber. Dankeschön. Oh Mann. Transient Being. Nothing has changed. So, der sagt immer noch dasselbe. Ziemlich langweilig. Wir können, glaube ich, noch nicht in den Club, weil wir noch gar kein Zeichen haben, oder? Deswegen redet er auch noch nicht mit uns. Wir müssen nämlich tatsächlich einmal mit diesem blauen... Nee, nicht mit dem blauen Augäpfel. Wir müssen einmal, gereicht auch, uns beschwören lassen. Beim Boss zum Beispiel. Dort helfen. Und dann kriegen wir ein Abzeichen. Und mit dem Abzeichen können wir dann hier in diesem Club der Blauen. Ich glaube, so war das. Das heißt, irgendwann müssen wir uns einmal beschwören lassen und irgendwem helfen. Am besten hat das aus der Erfahrung immer geklappt bei, hier, Mythe. Der Baneful Queen, da habe ich es gemacht. Da habe ich den Sonnenneid auch gemacht. Leuchtfeuer entzündet. Und das war's. Dann sind wir hier quasi fertig. Würde ich sagen. Oder habe ich hier einmal vorne was übersehen? Da weiß ich gar nicht, ob ich das gelootet habe. Wie gesagt, da gehe ich jetzt noch einmal gucken. Pata, es kommt drauf an, welche Erfahrung du in Dark Souls 1 halt hast, beziehungsweise in Dark Souls allgemein. Wenn du Souls-Spiele noch nicht so häufig gespielt hast, auf jeden Fall eine etwas größere, dickere Waffe und ein Schild und ein dickeres Schild vielleicht sogar. Wenn du natürlich schon Souls-Erfahrung hast, dann kannst du spielen, wie du lustig bist. Also schnelle Waffen ohne Schild, pipapo. Das kann ich so nicht beurteilen. Ja, ich habe den Loot da vorne vergessen. Ich Arsch. Aber wieso... Ja, weil wir gesund sind. Na geil. Den Loot da habe ich vergessen. Daran habe ich mich nämlich erinnert, dass ich den da vorne habe liegen lassen. Können wir uns den nochmal fix holen. Waffenhaltbarkeit ist wiederhergestellt. Na, komm her, ey. Knattergurke. Warum haue ich gerade so langsam zu? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das verwirrt mich gerade. Heidespeer. Ja, Heidewitzka. Der Speer. Der Speer der Lust. War da nicht auch noch? Da waren Heideritter. Ja, genau. Die kommen. Das ist aber die gute Nachricht. Und Scholer durch. Ja gut, aber dann kennst du ja die Dark Souls Mechanics an sich so ein bisschen, Pater. Dann kannst du halt wirklich überlegen, ob du nicht halt auch ein Bild schon mit einfach ausweichen etc. spielst. Das ist dann definitiv machbar. Wie halt, wenn es jetzt halt dein erstes Souls wäre, hätte ich gesagt, spiel halt defensiver. Aber dann kannst du halt spielen, wie du lustig bist. Ich hoffe, die kicken mich nicht hier runter. Göttlicher Segen. Ja, dann hat sich ja Bombe gelohnt. Das hat sich ja Bombe gelohnt, Nord. Hallöchen. So, dann können wir nämlich hier weg. Und lassen die Heides allein, denn wir sind weg. Boah, die Stamina. Wenn man Bloodborne spielt, ist die hier so schnell weg, ey. Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, Freunde. Das ist... Alter Vater. Naja, göttlicher Segen haben. Besser als nicht haben.
33.000 Seelen und wir gehen voran. Ne, wir porten uns jetzt mal nach Majuli und machen mal Seek Seek Less Liss, würde ich behaupten. Seek Seek Less Liss. Einfach mal ein bisschen ganz kurz Skilloren und ein bisschen Lebenspopel kaufen, Pieperpops. Reise, Reise, Majula, dankeschön. Cedric, heute Spinne liegt im Bereich des Möglichen, wenn wir da hinkommen. Wir haben ja nur noch die Spinne und, die Spinne? Und was sind der andere Mobs? Ich überlege gerade. Ja, den Verkommenen. Da unten im Loch. Matev. Der? Nee, ne? Oder? Aber danke für dein Follow. Der Name kommt mir halt bekannt vor. Seek Seek Less Liss. So, wo packen wir denn mal was rein? Ich würde sagen, wie viel können wir denn? Zwei Levels. Zwei Levels. Ja, dann gehen wir mal weiter auf die Wit, würde ich erstmal behaupten. So bis auf 35, wa? Wobei, langfristig würde ich halt sogar sagen, Wit geht tatsächlich auf 50. Auch aus PvP-Gründen. Also von daher, da kann man noch einiges, was wir reinstecken können. Wir packen allerdings jetzt erstmal wieder was hier in die Lebensknödelchen. Habe ich jetzt gekauft? Nein. Aber jetzt. 99. Hurra, jetzt haben wir schon genug Lebensknödel. Dann können wir jetzt halt nochmal ein paar Pfeile kaufen. So, kaufen bitte. Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne... Wie viel kann ich hier kaufen? 41. Jawohl, ja. Dankeschön. Kann immer noch was kaufen. Ja, kaufe ich hier nochmal 55. So, dankeschön. Dann haben wir auch erstmal genug Pfeile. Und können dann jetzt da in diesem lustigen Bumsgebiet weiter gucken. Momox, ja, wo bist du nur? Eisentakus verspricht auch. Was? Ja, die nutzen das wieder für ihren komischen Flirt-Chat. Oh Gott. Oh Gott. Da will ich hin. Trotzdem Dankeschön. Ihr seid verrückt. Ja, ich hab's gerade gelesen. Is this game worth 60 bucks? This is a question everybody has to answer it for it, for his own, for yourself. If you like this game, I would say yes. If you didn't play the normal version, I would say also yes. If you played the normal version, didn't like it, I would say no. I'm liking it, so I have a lot of fun. Im Vatikan. Natürlich. Tommy, sei gegrüßt. Oh, ich hasse diese Mobs hier. Ich hasse diese Mobs hier. Ich will die doch nur locken. Das ist schlimm. Und dann blocken sie auch noch die Bauern. Ja, dafür habe ich mir halt das E-Stock noch gemacht, aber so wirklich Schaden macht es nicht. Dieser Schwungangriff, aber er vergiftet. Naja, immerhin. Die gute Nachricht ist, mein Plan mit Gift funktioniert einigermaßen, weil das sind hier wirklich die letzten Mobs. Mann. Ja, und jetzt werde ich wieder verflucht. Ach, scheiße, mit der Scheiße, egal. Ziehen wir uns nachher wieder ein Lebensding rein. Also, wer es letzte Mal nicht gesehen hat, hier ist einiges verändert worden. Und zwar gibt es jetzt halt keine Mobs mehr hier, anscheinend. Warum auch immer. Ja, mach weg. Wir konnten uns letztes Mal nicht mehr allzu viel umschauen, weil uns hier jemand invadiert hat. Von daher... Ah, da ist einer von den Möpsen. Die machen irgendwie auch Fluchschaden, ne? Und wir machen Backstep-Schaden. Backstep-Schaden ist guter Schaden. Nein, ich habe mir nicht alle Items im Schattenwald geholt, weil aus der Erinnerung lagen da nur Rumpel-Items. Klar, kann das natürlich sein, dass sie da jetzt vernünftigere reingesteckt haben, aber das gucken wir uns dann auch später an. Ich hasse den Schattenwald. Ich hasse den Schattenwald.
Ich hasse ihn. Wer bist du? Boah, die Reflexion hier aus der Hölle. Wer bist du? Grenzt die Pila Bumsmob? Hä? Was war das denn? Ein Backstep, der kein Backstep war. Natürlich. Warum auch nicht? Ein Backstep, der kein Backstep war. Ich habe sogar noch was vergessen, Freunde. Wir müssen nochmal nach Majula zurück. Ich habe da den Ring des Flüsterns vergessen. Ich dummer Mann. Ich wollte mir den Ring des Flüsterns kaufen. Machen wir gleich, wenn wir das Gebiet durchforstet haben. Durchkämmt das Gebiet. Was? Hast mir viel geholfen. Ich habe gerade gelesen, ich habe Vieh im Ofen. Freut mich immer, wenn ich helfen kann. Gerne, gerne. The Nameless. Auch dir, mein Lieber. Vielen Dank für dein, euch, euer Follow. Schöner Satz, der keinen Sinn ergibt. Oh Mann. Gut, das war der Bereich. Dann haben wir hier oben noch einen Bereich. Da ist schon Loch im Boden. Da sitzt Captain Knattergurke. Kriege ich den nicht einfach so weg? Wobei das fast schneller geht. Captain Bogenschützen, Armbrustmann. Oh, wenn ich die locken könnte, ey. Wenn ich sie doch locken könnte. Das wird so vieles erleichtern. Hansberger. Alter. Danke. SMS war voll 90er, Freunde. Heute wird einfach über den Spendenbot gechattet. So sieht's mal aus. Scheiß auf SMS und WhatsApp. Der Spendenbot ist hier das neue Messenger-System der Zukunft. So sieht's mal aus. So, komm, machen wir hier die Mopeds weg. Das Moped machen wir weg. Und das Moped hier machen wir weg. Dann machen wir die hier auch nochmal weg. So, kann ich mich wenigstens hier mal ein bisschen umschauen. Lili, wie immer bis circa 0 Uhr. Wie gesagt, so gegen 10 machen wir halt nochmal ein bisschen eine Pipi-Pause. Keine längere Pause heute. Nur halt eben nochmal kurze Snack-Pause. Ja, ja. Alter. Stirb. Ja, FromSoftware hat ja auch angekündigt, dass irgendwann der Patch kommen soll, der diesen 60 FPS doppelte Abnutzung von Waffen, Haltbarkeit, scheißen Dreck wegpatchen soll. Leider klang es so, als ob er nicht heute oder morgen kommt. Das klang so in naher Zukunft. So nach dem Motto, wenn ich mit dem Spiel schon 5-mal durch bin. Schade eigentlich. Also wie gesagt, deswegen trage ich halt im Moment noch den Brace Knuckle Ring, der halt die Item-Haltbarkeit... Ja, ich weiß nicht, verdoppelt, aber auf jeden Fall die Items robuster macht. That's the reason why. Da möchte ich gleich vielleicht hin. Hier möchte ich... Was? Das war ein NPC. Bradley von der alten Garde. Hallo Bradley. Von der alten Garde. Natürlich. Haben sie ja auch nochmal einen NPC hingesetzt für alle, die Tag nicht finden. Das ist doch Crichton. Was macht denn Crichton hier? Hey, Crichton. Just wait. Stimmt, der saß an der Kreuzung vorher, ne? Im Schattenwald. Jetzt sitzt er da nicht mehr. Jetzt sitzt er hier. I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. Ja gut, das ist halt derselbe Dialog. Das ist derselbe Dialog wie an der Kreuzung. Die haben den nur umgesetzt. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er gar nicht mehr an der Kreuzung saß. Und du wiederholst dich ab jetzt. Perfekt, dann haben wir deinen Dialog fertig. Das müssten wir auch noch machen, denn der gute Page steht ja noch im,
in der lustigen Mythergebiet, da in der Windmühle, den müssten wir auch weiterschicken. Das müssten wir auch irgendwann mal machen. Gucken wir mal zum Ende des Streams, wenn nicht mehr so viel Zeit ist, um nochmal durch ein Gebiet komplett zu wubbeln, machen wir heute so ein bisschen Optionales vielleicht zum Ende hin, was wir übersehen haben. Also sprich Schattenwald durchforsten, Pate holen, das haben wir nämlich halt nicht gemacht. Das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ach, und ich müsste dahin, bevor ich da runtergehe, bevor ich hier runtergehe und verflucht werde. Hat nochmal gepasst. Gut. Seele eines tapferen Kriegers. Brauchen wir noch irgendwo für einen Duftzweig, wenn wir nur den einen hätten? Ich glaube nicht. Wir brauchen den für diesen Mob, glaube ich. Duftzweig, mach mal fertig. Ja, wenn ich locken könnte. Genau deswegen. Wer sich gefragt hat, wieso, weshalb, warum. Wir wollen den Zahnschlüssel haben, weil wir, glaube ich, den noch brauchen für Ornifex. Wie gut, dass er noch an derselben Position halt droppt. So, einmal bitte zurück nach Majula, denn der dumme Mann hat den Ring vergessen. Atego sei gegrüßt. Ja, und wie gesagt, mit den Leichenabnutzungen, ich glaube, das ist ein 60 FPS-Problem. Wurde ja so klassifiziert. Ach nee, ich will den Ring kaufen. Der Ring ist natürlich hier, bei der Katze. Die Leitern haben wir ja auch schon runtergeleitert. Perfekt. Hatten wir den eigentlich angesprochen und die Trophy von ihm bekommen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, oder? Ich weiß es gar nicht, ob wir das bekommen hatten. Anscheinend. Oder wir müssten noch mehr kaufen. Aber ich glaube, die hatten wir bekommen. Bin ich mir nicht sicher. Egal. Egal. So, Ring kaufen. Ringhype! So, Gegenstand kaufen. Und zwar den Ring der Stimmen. 5800. Yassi, aufpassen. Aufpassen. Genau hingucken. Denn ich benutze jetzt Seelen. Obacht. Bums. Weil ich mir Ring kaufen muss und keinen Bock habe jetzt zu farmen. So, dann nehme ich hier mal den Ring der Stimmen. Oder Ring des Geflüsters. Der ist mir zu teuer. Den Rest will ich erstmal nicht. Perfekt. Ja, natürlich. Super glücklich. Dankeschön. Ich dich auch, Markus. Ja, danke, Yassi. Alter Schwede. Ja, für sowas sind halt Seelen da. Nicht sinnlos plöppen, sondern genau dann, wenn man sie mal braucht. So, was können wir hier nochmal kaufen? Hier, komm, kauf mal hier 4 Lebenspopel. Besitz habe ich auch schon 16. Bauen wir mal einen Vorrat auf, wa? Würde ich mal behaupten. So. Dann. Reise, eine Reise, Popeise. Und zwar wieder hier hin. Was? Wieso habe ich Fieber? Und Doomwing, manche Geschmäcker kriegst du tatsächlich nicht mehr raus. Da hilft nicht viel anderes, außer tatsächlich einen neuen Verdampferkopf einsetzen. Den Tank halt ausspülen. Mehr geht da zum Teil leider nicht. Ist halt bei manchen Liquids so. Gerade wenn du, wie du schon sagst, Minze, das ist ziemlich penetrant. Manche Geschmäcker gehen halt nicht weg. Ah, ich werde verflucht. Hier an der Stelle werde ich jetzt wieder verflucht, weil ich finde hier nie das Fass. Das ist nämlich unten irgendwo und oben. Alter, jetzt sind nämlich 2. Achso, da war noch ein Mob. Hier haben wir irgendwo nämlich noch einen Lizard. Den ich wieder nicht treffe. Ach, ich bin der beste Lizard-Töter der Welt.
Arsch! Penner! Backstabt er mich einfach. So haben wir ja nun nicht gewettet. Ach, jetzt packt er wieder noch sein Schießgerät aus. Ja, chill. Du hast Gift. Ich stirb einfach. Dankeschön für einfach sterben. Nervige Mobs, ey. Unglaublich nervige Mobs. So, hallöchen. Human, are we? This is no place for you. Ach, weil ich Seelen benutzt habe. Ach so. Are you not afraid of me? Nö. Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me. Or make an attempt on my life. But you are different. Afterlife. UFO. Afterlife, ne? UFO-Fan? Ziemlich geil. Wenn ja, Top-Typ. Danke für dein Follow. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw.